Liebe Rubbelfreunde, ich heiße euch ganz herzlich zum 106. Sonntagsglück willkommen. Diesmal aus Holland, quasi im Holland-Spezial. Wir haben hier 5 nice holländische Lose und ich hoffe, dass wir da ordentlich was rausholen werden. Wir gucken uns die Lose jetzt nach und nach an und werden sie dann auch gleich wegrubbeln. Wir haben hier einmal das Flappenkrassenlos. Relativ simpel, 2 Spiele und wenn wir 3-mal den gleichen Betrag finden, haben wir diesen gewonnen und der Betrag kann sich dann hier noch vervielfachen. Und ich hoffe, dass wir hier was gewinnen werden. Hier die Rückseite, das ist nochmal die Spielregeln erklärt, wie viel man gewinnen kann. Und hier, das habe ich noch nicht so ganz verstanden, was man hier ausfüllen kann. Aber, beziehungsweise warum man das ausfüllen sollte. Aber das macht ja nichts. Wir hoffen ja, dass wir hier die dicken Gewinne bekommen, die wir dann gleich am Kiosk abholen können. Schauen wir mal. Spiel Nummer 1. 50, 2, 5, 5.000, 50.000 und hier 50. Was wäre der Faktor gewesen? 5. Kommt leider nicht zum Einsatz. 15, 50, 250. 115, nochmal die 15, nein, leider eine Niete beim ersten Los bei diesem schönen Sonntagsglück. Aber wir haben ja hier noch ein zweites Flappenkrassen. 100 Euro, 30 Euro, 40 Euro, 50 Euro, 15 und 40. Hat uns einmal die 40 gefehlt. 15, 5.000, 50.000, 5.000, 4 und 100. Faktor wäre 10 gewesen, das wäre schön, aber leider auch eine Niete. Kommen wir zum nächsten los. Wie heißt das? Mac-M-Day. Ja, hoffentlich macht das unseren Tag. Ich weiß nicht, was es genau heißt, aber mach meinen Tag könnte es heißen, wie made my day. Wir brauchen auf jeden Fall, das hier sind unsere Glücksnummern, die müssen wir hier unten wiederfinden. Dann haben wir gewonnen. Finden wir einmal DAG, D-A-G, dann haben wir sofort 20 Euro gewonnen. Finden wir einmal gratis, dann haben wir ein gratis Los gewonnen im Wert von 2 Euro. Ich bin mit jeglichem Gewinn natürlich sehr zufrieden. Schauen wir uns zuerst unsere Glücksnummern an. 32 und 34. Hier haben wir 48, 24, 27, 28 und 41. Leider nichts getroffen. 32 und der Hammer, 5 Euro gewonnen. Das ist doch schon mal sehr gut. Das ist bis jetzt der höchste Gewinn hier in Holland. Aus einem 2 Euro Los ein 5er rausgeholt. Schön. Der erste Gewinn kommt gleich das zweite Mac-M-Day. Mac-M-Duck heißt es, sorry. Mein Holländisch ist ein bisschen eingerostet. 22, 36, 34, 58, 15, 11, 45, 35, 38, 18, 46, 24. Hier leider kein Gewinn. Kommen wir zum letzten Los. 5 Euro kostet das 24 Karat Cash Los. Ja, von der Systematik her, wie das Los davor, hier unsere Winning Numbers. Und hier brauchen wir so, um zu gewinnen. Hier ist noch die Besonderheit, wenn wir einmal 24 Karat Cash haben als Symbol, dann haben wir alle 16 Beträge gewonnen. Das wäre natürlich der absolute Wahnsinn, wenn wir dieses Symbol hier finden würden. Schauen wir erstmal unsere Glückszahlen an. 12, 23, 22, 55, 29. Jetzt ist Daumendrücken angesagt. 42, 53, 41, 45, der ersten Reihe leider nichts, 44, 59, 50,
und 21. Paar Zahlen haben wir noch, die 11, die 34, die 43, 49. Letzten Zahlen, 46, 5000 wären es, 35, 57 und 20. Machen wir nochmal einen Check, ob wir hier irgendwas übersehen haben, aber leider nicht. War leider kein Gewinn hier rausholen beim 24 Karat Cash los. Ja, liebe Rubbelfreunde, es war semi-erfolgreich. Wir haben hier beim Macken Duck los 5 Euro gewonnen. Bei den anderen hier leider nichts rausgeholt. Ja, Rubbelfreunde, ich bedanke mich fürs Zuschauen, wünsche euch auf jeden Fall einen schönen Sonntag. Hier in Sandfort ist die Sonne ordentlich am Brutzeln jetzt schon morgens. Ich werde jetzt ein bisschen schön an den Strand gehen, ein bisschen entspannen. Und ja, liebe Rubbelfreunde, ich bin raus, macht's gut.